Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns vier Sportartikelhersteller an, die Adidas, Nike, Anta und VF Corporation. Wir werden uns mal anschauen, wie die Bilanzdaten aus dem kompletten Geschäftsjahr aussehen. Wo liegt der freie Cashflow? Sind wir über den 5-Jahres-Durchschnitt oder drunter? Und wo liegt der faire Wert? Und im Chart werden wir uns auch anschauen, wie der Chart auf eine Jahresperspektive aussieht. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Und nun starten wir mit dem Aktienvergleich. Viel Spaß damit! Die erste Aktie ist die Adidas AG. Bilanz 2022. Schlussjahr ist immer der Dezember, das komplette Geschäftsjahr. Ist in Deutschland beheimatet, ist eine deutsche Firma, also an der Xetra-Börse, also in Euro. Das heißt, da haben wir keinen Währungsverlust, wenn wir ja in Euro kaufen. Wir kaufen ja also in Euro. Ist im Consum-Dictionary-Sektor tätig. Hier seht ihr aktuell den Google Finance-Ticker. Den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Dann seht ihr auch andere Finanzseiten und auch Seiten, was die Firma detaillierter macht. Shares-Equity-Ratio haben wir hier ca. 25% an der Bilanzsumme. Das heißt, wir liegen auf alle Fälle unter 30%, aber vielleicht wird das Eigenkapital höher und die Verschuldung kleiner, damit dieser Faktor größer wird. Long-Term Debt to Operate Income ein Faktor 4,4, da liegen wir über 3. Alles unter 3 wäre gut, aber wir liegen hier auf alle Fälle mit dem Betriebsergebnis noch niedriger wie die Langfristigkeiten, also Faktor 4,4. Profit Margin haben wir hier 2,7%, was vom gesamten Nettoumsatz überbleibt, ist auf alle Fälle nicht sehr viel. Preis-Sales-Verhältnis haben wir hier mit 1,4, da liegen wir auf alle Fälle fast mit 1:1 zu Umsatz pro Aktie. Wir liegen hier 40% drüber. Preis-Buch-Verhältnis haben wir hier 6,4, da liegen wir auf alle Fälle über dem Buchwert, über 3. Das heißt, alles ist zu teuer, weil der Buchwert niedriger ist. Long-Term Debt to Equity haben wir Faktor 0,95. Das heißt, das Eigenkapital ist höher wie die Langfristigkeiten. Das heißt, das Eigenkapital kann die Langfristigkeiten sofort auf 0 setzen. Aber nur faktormäßig. Dividende haben sie 3,33 Euro bezahlt im Jahr 2022. Zahlen tun sie seit 3 Jahren wieder hintereinander ihre Dividende, habe ich herausgefunden. Payout zum Earnings per Share ist 800% aktuell. Dividende ist 1,9% zum aktuellen Kurs. Dividendensteigerung in den letzten 5 Jahren war 6,28. Buchwert haben wir hier mit 27,23. Die Earnings per Share Trailing 12 Months sind 0,24, darum hier der hohe Faktor, denn das ist das Achtfache vom Earnings per Share, der Dividende aktuell. KGV 415, sehr günstig, oder? Ich finde es mal nicht. Alles unter 15 wäre gut. Fairer Wert wäre 16 Euro, aktuell liegen wir bei 174 Euro. Das heißt, weit entfernt vom fairen Wert und vom Buchwert. Freie Cashflow ist 1,2 Milliarden Euro im 5-Jahres-Durchschnitt. Aktuell haben wir einen negativen freien Cashflow und Dividende mit 610 Millionen Euro wird ausbezahlt im Jahr 2022. Und wir haben hier einen negativen freien Cashflow. Das heißt, Dividende isst unser Eigenkapital auf und den Bargeldbestand. Hier haben wir den Chart von der Adidas-Aktie und wir sehen, dass wir hier 8,20% Zuwachs haben auf 1-Jahres-Perspektive. Das ist auf alle Fälle mal sehr gut, aber die Payout-Ratio von der Dividende ist sehr hoch. Das heißt, Dividende könnte wieder mal ausgesetzt werden. Hier die Nike Incorporation ist Geschäftsjahr Schlussjahr 2023. Erst vor kurzem im Mai haben sie das Geschäftsjahr geschlossen, volles Jahr. Ist die USA beheimatet, kaufe ich natürlich auch in amerikanischen Dollar. Währungsverlust beobachten, Währungsbasket anschauen. Hier sehen wir den Google Finance Ticker, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Dann seht ihr auch, was macht die Firma und andere Finanzseiten. Shares Equity Ratio haben wir hier mit 37,30 auf alle Fälle sehr gut. Da liegen wir über 30%, ist auch für die Kreditwürdigkeit gut. Vielleicht werden wir irgendwann 50% sehen. Long-Term Debt to Operate Income einen Faktor 1,51, da liegen wir auf alle Fälle auch fast am Faktor 1. Wir liegen 50% mit der Verschuldung drüber über dem Betriebsergebnis aktuell. Profit Margin haben wir hier 9,9%, bleibt aktuell über vom gesamten Umsatz und wird dann ins Bargeld übertragen. Preis-Sales-Verhältnis haben wir hier 3,30, da liegen wir über dem Faktor 3, fast beim 3. Wenn der Kurs weiter runter geht, haben wir hier den Faktor 3.
Preisbuch, das haben wir hier 12, da liegen wir auf alle Fälle sehr, sehr hoch. Das heißt, der Buchwert pro Aktie für uns Aktionäre, Shares Equity Ratio. Long-Term Debt to Equity haben wir einen Faktor 0,6, das heißt, das Eigenkapital ist höher wie die Langfristigkeiten, auch ein guter Faktor. Dividende ist 1,27 Dollar, zahlen wir seit 19 Jahren hier Dividende. Payout Ratio ist hier gut mit 40%, unter 50. Dividendenrendite ist 1,20%, auf alle Fälle sehr niedrig. Dividendensteigerung pro Jahr 11,5%. Buchwert wäre 9 US-Dollar, da liegen wir vom Kurs weit entfernt. Earnings per Share 3,30 US-Dollar. KGV 33, liegen wir auch auf alle Fälle sehr teuer. Wenn wir runtergehen um 50% in den Aktienkurs, haben wir hier ca. den 15er KGV. Fairer Wert wäre 25,50 und aktueller Kurs ist 107. Freier Cashflow, 5-Jahres-Durchschnitt, haben wir hier 3,8 Milliarden US-Dollar. Aktuell liegen wir unter dem 5-Jahres-Durchschnitt mit freiem Cashflow, 2,7 Milliarden US-Dollar. Und Dividende ist vom freien Cashflow leicht bezahlbar, aber es bleibt nicht mehr viel über vom freien Cashflow. Nur noch ca. 800 Millionen US-Dollar. Der Chart von der Nike-Aktie ist 2,5% auf ein Jahressicht gestiegen. Auf alle Fälle auch nicht sehr viel. Plus Dividende liegen ungefähr bei 3,7%. Also ein Kapitalzuwachs, aber unter der Inflation. Meine Kanal, es sehen sich aktuell 85% meiner Zuseher ohne Abo an. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könnt. Das zeigt YouTube, dass mein Kanal Interesse zeigt und dann wird YouTube meinen Kanal weiter ausstrahlen. Damit könnt ihr mich unterstützen und ich sage mal schon Dankeschön. Die VF Corporation hat im Jahr 2023 im April das Geschäftsschlussjahr Q4. Ist auch in Amerika beheimatet, auch wieder Dollar, Heimatbörse, Euro-Dollar-Kurs beobachten. Hier sehen wir den Google Finance Ticker, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Dann seht ihr auch den aktuellen Kurs und auch andere Finanzseiten und was macht die Firma. Shares Equity Ratio haben wir hier 21%, da liegen wir unter 30%, auf alle Fälle mal unter 30, not good, aber die haben ja auf alle Fälle ein Eigenkapital über 20%. Long-Term Debt to Operating Income einen Faktor 15,78, ein hoher Wert. Das heißt, die Langfristigkeiten sind sehr, sehr hoch oder das Betriebsergebnis ist sehr, sehr niedrig. Profit Margin haben wir 1%. 1% bleibt auf der G&V-Seite über und dieser Betrag wird dann ins Bargeld übertragen. Darum wichtig, wie sieht die Cashflow-Seite aus? Preis-Sales-Verhältnis haben wir hier 0,6, da liegen wir unter dem Umsatz pro Aktie mit dem Kurs. Preis-Buchwert ist 2,6, auf alle Fälle auch sehr günstig, aber wir liegen noch über dem Buchwert. Long-Term Debt to Equity haben einen Faktor 1,8, da liegen wir auf alle Fälle auch 80% über dem Eigenkapital mit den Langfristigkeiten. Dividende hat sie 1,8 US-Dollar bezahlt, im Jahr 23 Geschäftsschlussjahr. Zahlen sie seit 50 Jahren ihre Dividende. Payout-Ratio haben wir ja 3000%, das heißt Dividende wird irgendwann gekürzt werden oder gar gestrichen werden. Rendite aktuell 9,26%. Hohe Dividendenrendite heißt irgendwann Dividendenkürzung oder Dividendenstreichung. Wachstum der Dividende ist 1,46%. Das heißt, im 5-Jahres-Durchschnitt wurde die Dividende schon mal gekürzt. Buchwert liegt bei 7,49 US-Dollar. Da könnten wir vom Kurs ja noch weit runterfallen. Earnings per Share 0,06 US-Dollar. KGV 325. Ein extrem hoher Wert. Fairer Wert wäre 3,20 US-Dollar mit dem Buchwert und aktuellen Earnings per Shares. Und der Preis an der Börse ist zurzeit 20 US-Dollar circa. Freier Cashflow 511 Millionen US-Dollar im 5-Jahres-Durchschnitt. Aktuell minus 917 US-Dollar. Dividende ist auch mit 702 Dollar zu bezahlen. Das heißt, wir haben dann hier noch einen höheren freien Cashflow im Minus. Das heißt, Dividende wird irgendwann gekürzt werden oder gar gestrichen werden. Dividende ist nicht mehr finanzierbar. Kursentwicklung minus 57%. Plus Dividende wären es minus 47%. Ein Top-Investment. Natürlich nur satirisch gemeint. Die Antasport Product LTT, eine Firma mit Bilanzschlussjahr 12/2022, ist in Hongkong, China beheimatet. Wichtig, Bilanz ist in Rimby. Kurs in Hongkong-Dollar, Wechselkurs Euro-Hongkong-Dollar beobachten.
Hier sehen wir den Google Finance Ticker, den könnt ihr in Google Search wieder eingeben und dann seht ihr auch, was die Firma detailliert macht und andere Finanzseiten. Shares Equity Ratio liest hier mit fast 50%, das heißt, hier haben wir fast gleich viel Eigenkapital wie Verschuldung. Long-Term Debt to Operate Income haben einen Faktor 0,04, das heißt, die Langfristigkeiten aus der Bilanz 2022 sind sehr, sehr klein. Das Betriebsergebnis ist sehr, sehr hoch. Profit Margin 14,15%, da bleibt noch auf alle Fälle was über für den Übertrag ins Bargeld auf die Aktivseite. Preis Sales, das haben wir hier 3,8, da liegen wir 80% über den Faktor 3. Preis-Buch-Verhältnis 6, da liegen wir auch sehr, sehr hoch, über 3. Das heißt, der Kurs nochmal halbieren, wären wir bei 3. Long-Term Debt to Equity haben wir 0,01. Das heißt, auch hier das Eigenkapital ist sehr hoch, Verschuldung sehr niedrig, über einem Jahr. Also wir haben hier 1,35 Hongkong-Dollar Dividende, also nicht die Rimbi Currency Exchange. Das wäre hier wichtig für den freien Cashflow. Dividende zahlen sie seit 16 Jahren. Payout Ratio 50% und Dividendenrendite aktuell 1,8%. Ist auf alle Fälle nicht sehr hoch, aber wir haben hier auf alle Fälle sehr viel Eigenkapital. Dividendensteigerung fast 11% per anno. Buchwert liegt bei 13,51 Hongkong Dollar. Die Earnings per Share sind 2,99 Hongkong Dollar. KGV liegt bei 27. Fair Value, fairer Wert, ist 30 Hongkong Dollar. Aktuell liegen wir bei 81 Hongkong Dollar. Wichtig. Hier haben wir nun den 5-Jahres-Durchschnitt freien Cashflow in Rimbi. 2,5 Milliarden Rimbi. Aktueller freier Cashflow ist 10,4 Rimbi. Auf alle Fälle über den 5-Jahres-Durchschnitt. Und Dividende ist leicht bezahlbar. Das heißt, Dividende könnte noch regelmäßig erhöht werden. Sogar fast das Dreifache. Können wir zahlen, nämlich Dividende zum Beispiel bei 3,60 ungefähr liegt, 3,90. Hier der Aktienkurs. Der Aktienkurs ging auch retour um minus 14%. Plus der Dividende haben wir ungefähr 11-12% minus gemacht. Mit der aktuellen Aktie auf ein Jahressicht, wenn wir sie vor einem Jahr gekauft hätten. Hier die Übersicht der 4 Aktien. Und wir sehen an der Eigenkapitalquote, den höchsten Wert hat Anta Sports Product LTT. Long-Term to Operate Income, niedriger Faktor, hat hier auch Anta Sports Product LTT. Profit Margin haben wir hier, den höchsten Wert, auch wieder Anta Sports LTT. Preis-Sales-Verhältnis haben wir hier 6,4. Umso niedriger, umso besser. Da ist VF Corporation sehr gut mit 2,6. Preis-Earnings-KGV, umso niedriger, umso besser, ist auch Anta Sports sehr gut. 5-Jahres-Dividendensteigerung für uns Investoren sehr wichtig ist Nike sehr gut mit 11, fast 12%. Payout Ratio umso niedriger ist auch Nike sehr gut zum Earnings per Share. Dividendenrendite haben wir hier den höchsten Wert bei VF Corporation. Nur die Frage, wie lang, denn das Payout ist hier sehr hoch mit 3000. Fair Value, wer liegt am nächsten am Fair Value? Sind alle sehr weit entfernt, aber am nächsten kann man sagen, ist VF mit fast 3 ist hier der beste Wert. Ja. Die meisten Punkte hat hier Anta Sports Products LTT. Die Anta Sport ist ein sehr großes chinesisches Sportartikelhersteller. Aber wir sehen an den Zahlen, Fakten, die haben zurzeit den besseren Aktienkurs. Andere müssen entweder bilanztechnisch besser werden oder der Aktienkurs müsste noch weiter fallen. Und bei VF Corporation müsste sogar die Dividende gekürzt werden oder gestrichen werden, damit hier alles perfekt wieder läuft. Ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert geben in meiner Darstellung über diese 4 Sportartikelhersteller. Welche Aktie bevorzugt ihr? Schreibt es ganz einfach in die Kommentare bitte. Meiner Meinung nach ist die Anta Sport von den Zahlen mit aktuellen Aktienkurs sehr gut. Andere 3 Sportartikelhersteller müssten da entweder der Aktienkurs noch weiterfallen oder die Bilanzdaten müssen besser werden. Bei der VF Corporation ist auf alle Dividende Rendite sehr hoch, aber auch das Payout ist sehr hoch. Entweder müsste hier die Bilanz besser werden oder die Dividende muss komplett gestrichen werden. Was sagt ihr dazu aktuell bei der VF Corporation? Freue mich auf eure Kommentare. Und hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen.